Die MSV Schwannenstadt bedankt sich bei ihren vielen Sponsoren und Partnern für die großartige Unterstützung und bei den vielen Besuchern für ihr Kommen und wünscht allen gute Unterhaltung beim folgenden vom Vierviertel TV produzierten Film. Wer da nicht dabei war, der hat nicht viel, sondern sehr, sehr viel versäumt. Dieser Satz gilt für den Oldtimer Grand Prix 2023 auf dem Hausuckring, der durch das Gemeindegebiet von Pitzenberg-Eich führt. Denn die 13. alle zwei Jahre durchgeführte Veranstaltung stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Was da die MSV Schwannenstadt bei ihrem Oldtimer Grand Prix 2023 auf die Füße, besser gesagt auf die Räder stellt, das übertrifft die Wünsche und Ziele der Organisatoren um ein Vielfaches. Pilgern schon am Samstag, den 16. September, über 3000 Motorsportfreunde an den Rundkurs nahe der Stadt Schwannenstadt und der Gemeinde Oberndorf, so ist das gegen den Besucheransturm am Sonntag nur ein laues Lüftchen, denn da geht die Besucherzahl schon Richtung fünfstellig. Ist aber kein allzu großes Wunder, denn die MSV hat zur 13. Auflage des von Willi Eicher ins Leben gerufenen Veranstaltung so ziemlich alles geladen, was in Zwei- und Dreiradsport Rang und Namen hat. Und die sind von diesem Oldtimer Grand Prix aber sowas von begeistert. It's smashing. It's so nice to come to Austria and to be treated like we have been. It's everybody's been so nice and so kind. Everybody's happy that we're here. And for me, I finished racing in 2005. So to come back now after 18 years and to see all my friends and to see a nice crowd. What more could I ask for? It's great. It's lovely. Yeah. Come next year, it's no problem for the world champion. I hope so. I hope I've still got a good enough condition to come back and maybe again to come next year. Yeah, so in 2 years' time, hey, 2 years. Perfekt. Also, wie gesagt, das sind die Leute, die diese Stimmung machen. Wir können da nur unser Teil dabei tragen, dass wir hier sind und es genießen. Nee, es ist absolut unglaublich. Absolut perfekt. Stark vertreten, die Schweizer auch mit Rolf? Na natürlich, also ich denke eben, Seidenwagen ohne Schweiz, ohne England ist fast nicht denkbar, das ist so. Jetzt vergisst er unseren Klaffi. Ja, natürlich, ja. Es ist so, absolut. Nee, das ist, ja, wir sind die einzigen deutschsprachigen Weltmeister im, ich sage es mal, ab 2000. Das ist auch, es ist eigentlich, ja, schade, aber was will man? Man muss arbeiten dran. Wir haben so kleine Förderprogramme, wo wir probieren, dass wir wieder ein bisschen junge Fahrer daran bringen, dass der Sport eben weitergeht. Und die Fans hier, die Leute feiern euch wirklich? Ja, ja, natürlich. Eben, es ist unglaublich. Ja, es ist wunderbar, absolut. Es, sprachlos, einfach nur schön. Ein Wiederkommen in 2 Jahren? Unbedingt, also an mir liegt es nicht. Wenn ich das wieder darf, bin ich wieder hier. Stammgast hier auf dem Hausruckring, die Schweizer, Rolf Billern mit seinem Schmiermaxe. Wie viele Mal seid ihr jetzt eigentlich hier in Schwannenstadt? Frag mich was ich weiß, ich habe keine Ahnung. Wie 73 das erste Mal und dann halt, wo jedes Jahr war und dazwischen habe ich mal 20 Jahre gefehlt, aber jetzt sind wir, glaube ich, das vierte Mal wieder am Oldtimer dabei. Die Schweizer sehr stark vertreten mit Josse und Co. Schweiz, Österreich, England, die drei Großen im Beiwagen-Business. Ja, das ist natürlich, in der Schweiz braucht es immer ein Fahrer wie Rolf, der die Jungs nachzieht. Und darum hatten wir in der Schweiz immer gute Seitenwagenfahrer. Und natürlich Österreich mit Klaffi, ist natürlich sensationell. Webo, die Engländer, ist klar. Super Geschichte. Ja, das ist das Schönste, was da passieren kann in Wahrheit. Ja. Ich habe mir heute in der Früh schon gedacht, beim ersten Mal fahren, wenn du dann oben hängst auf der Maschine und denkst, wie ein kleiner Bub. Und nachher wieder, ist das nicht schön, wenn man sich mit 55 Jahren so gefreien kann und eigentlich das tut, was man am liebsten da hat, das ganze Leben. Vor allen Dingen dieselbe Meinung haben wahrscheinlich die tausenden Besucher hier. Ja, ich hoffe schon. Ich hoffe, dass es ihnen gefällt. Und wir sind jetzt nicht mehr so schnell unterwegs, wie wir schon waren.
aber ist, so ist es halt. Jetzt natürlich heute mit einem Beifahrer, der auch so legendär ist, ist wie sein Fahrer. Ja, wie geht's ihm denn, unserem dem, der sich rauslässt? Ja, beim Christian ist es ja so, der hat ja eine schwere Krankheit gehabt in der Vergangenheit und ich sage jetzt, viele schaffen das sowieso nicht mehr, was der da heute jetzt an dem Wochenende mit mir da macht. Und umso schöner ist es, er hat sich jetzt 6 Monate auf das gefreut. Und es ist halt für mich auch eine Freude, wenn man nicht nur durch die schönen Tage gegangen ist. Also jetzt, wenn er einen braucht, dann kriegt er das von mir auch. Schön ist aber auch das, was du jetzt mehr oder minder in deiner Motorradsportpension machst, denn das ist eine ganz besondere Geschichte. Pension, ja. Also ich habe jetzt mit 2 Radeln zum Fahren angefangen, dann auf 3 Radeln und jetzt habe ich das 4. Radl dazu und jetzt darf man halt hobbymäßig nur Autorennen fahren. Aber den 2 Rädern mit einer Inselreise treu geblieben. Genau, also das, wenn man so wie ich nie was gelernt hat, ja, dann muss man aus dem was machen, was man hat. Und das hat sich so ergeben mit den Reisen auf die Isle of Man. Und seit mittlerweile 15 Jahren mache ich das. Ich habe über 2000 Leute schon umgebracht, die alle begeistert waren und die viel jetzt da sind. Und die mir jetzt nur sagen, das war eine einmalige Sache und sowas werden sie auch nicht mehr erleben. Der Weltmeister und der dreifache Isle of Man Triumphator, der am Hausruckring mit seinem Weltmeisterschmiermaxe Christian Parzer unterwegs ist, sowie die eben gehörten weiteren World Champions, bitten in ihren beiden Umläufen den Fans genau das, was die so lieben, nämlich Action pur. Und da neben den Interviewten noch viele weitere Top-Duos ihre Runden drehen, kann man ohne Wenn und Aber von einem quasi Seitenwagen-Weltmeisterschaftslauf sprechen. Aber nicht nur bei den Seitenwegen sind Weltmeister am Hausruckring unterwegs. Auch in der Soloklasse drehen Männer am Gasgriff, die sich diesen Titel geholt haben. Was die zwischen bzw. nach ihren 2 Legendenläufen zu sagen haben, das deckt sich zu 100% mit schon gehörtem. I want to say thank you to the organization and to the people come to support us. Very, very good and good track and the people is fantastic. Say with the hand, like GP, the same as person. Much more better, I think. And you see old friends here, what you see many years ago about it? Yeah. Some people is maybe 10 years I don't see. And some other one, 1 or 2 years. But I'm very, very happy to see again my friend. You come back in 2 years here? I hope to be here in this world again. Because I'm a little bit old. How? 6-7-0 is not bad. Mittendrin in diesem Feld der Legenden, aber auch ein paar Youngster und natürlich auch jede Menge rot-weiß-roter Motorradsport-Legenden. Das ist immer wieder Spaß hier in Spannenstadt und immer wieder neue Herausforderungen und ja, von überall kommen die Legenden her. Der Marco Lucchinelli ist gerade da gestanden mit Stefan Prahl, da verbindet mich ja seine Anfänge, wo er ja mit Randseiter benannt, der Michi war bei uns in der Box bei Beibung Team und wir kennen uns und es ist immer wieder lässig, dann trifft Leute. Auf einmal steht der Mittel richtig rund auf bei uns in der Box, der Bayer mit dem BMW 500 gefahren. Einfach eine super Partie. Vor allem gibt es ja deinen Rekord, den nur du und ein Kollege habt. Ja, es gibt einen Rekord. Ich bin früher 500er gefahren, was heute GP ist, 500er Grand Prix, und habe dort WM-Punkte gemacht. War natürlich früher ein bisschen schwieriger. 12 Werksfahrer und wir Privatfahrer haben vom Material her ein bisschen schwieriger gehabt, aber wir haben Punkte gemacht. Und dann hat mich der Klaffenberg 2000 überredet zum Beibung gefahren. Dann habe ich auch wieder WM-Punkte gemacht. Und da gibt es 2 Leute auf der Welt, das bin ich und noch einer, der was WM-Punkte hat in Seitenwagen und in der 500er.
Jetzt natürlich noch einen Satz zu diesem Publikum, das euch da wirklich mit Beifall begrüßt und auch zur Organisation der MSV. Ja, die Organisation ist perfekt. Das ist, haben wir gestern schon gesehen, bei der Obnahme, bei der ganzen Rundherum. Es läuft alles rund. Gott sei Dank spielt das Wetter mit, dass wir keine Probleme haben mit Unfall oder irgendwas, weil es ist trotzdem eine Naturstrecke. Aber da glaubst du, du bist um 20, 30 Jahre hin, wie es früher war, in Kaiserhead, Landshag, Kaiserhead, Schwanenstadt, die gibt es ja fast nicht mehr, die Rennen halt. Ne? Und das Publikum? Das Publikum ist natürlich super bei so einem Wetter, die fahren dann voll mit, dann haben die das voll super organisiert, die können da rundum zuschauen, der Bus fährt überall hin, die sehen alles von der ganzen Strecke, die sind begeistert natürlich. Und wir natürlich als Fahrer auch. So jung sind wir auch nicht mehr, weil wir sind ja schon Legenden. Also, nein, super Kulisse da natürlich in Schwanenstadt und gelungene Veranstaltung und super Motorradl und lässiges Wochenende gewesen. Vor allen Dingen, wie sie euch zujubeln bei euren Runden, ist ja gewaltig. So viele Leute. Ja, wie gesagt, das ist eine super Veranstaltung da vom MSV Schwanenstadt und ich glaube, dass so viele Zuschauer gekommen sind, haben es glaube ich selber nicht ganz gerechnet und super Stimmung, ja, super Motorsportstimmung. Wie fühlt man sich, wenn man nach längerer Zeit wieder ein bisschen mehr Gas gibt? Ja, ist nicht so, wie soll ich sagen, ist nicht so fremd, man ist sehr vertraut mit der ganzen Materie und man kommt gleich wieder rein, also das ist kein Problem nicht. Ja, ganz kurz, also meine Spitzenleistung war von Nordkap nach Gibraltar, 6.000 Kilometer in 13 Tagen nonstop und ja, hat mir gereicht. Ohne E-Bike? Ohne E-Bike, da hat es noch gar keine gegeben. Jetzt heute hier beim Legendenrennen ist gewaltig, welche Leute hier neben dir auf den zwei Rädern sitzen. Ja, es ist beeindruckend, vor allem die ganzen Größen, was da so sind, Pradl, Lucchinelli, das ist zu der Zeit, wo ich gefahren bin, war der Lucchinelli Weltmeister. Und das natürlich, da kommen schon Erinnerungen wach dann. Was sagst du zur Veranstaltung und vor allen Dingen auch zum Publikum? Ja, perfekt, es ist also ein Traum. Ich bin früher beim alten Schwanenstadt-Kurs gefahren, es ist die gleiche Atmosphäre, man fühlt sich da wirklich zurückversetzt. Also jedes Mal, wenn ich hier ist, dann freue ich mich schon irrsinnig drauf. Der angesprochene MotoGP-Fahrer und Servus-TV-Moderator ist auf seiner Honda der Publikumsliebling schlechthin. Ist aber auch kein Wunder, denn der Bayer ist nicht nur auf zwei Rädern schnell und auch als TV-Experte top, er ist auch ein äußerst sympathischer Typ. Ich bin erst einmal happy, dass ich da bin, weil das ist sehr, sehr super organisiert. Bin beeindruckt, wirklich. Das Wetter passt, die Zuschauer sind wirklich vorhanden und es ist eine tolle, organisierte Veranstaltung. Und ich bin das erste Mal überhaupt in Schwanenstadt, aber bin begeistert. Dein Kollege bei Servus TV, Gustl Eugen, und nichts erzählt, der da fast alle zwei Jahre mit dabei ist von dieser Mega-Veranstaltung? Nein, ich habe schon einiges gehört. Also es ist nicht so, es ist ja doch schon ein Name, Schwanenstadt und Motorsport, das passt zusammen. Und jetzt habe ich mir das erste Mal selber ein Bild davon gemacht und bin hergekommen. Und das ist wirklich schön. Also ich bin wirklich ganz, ganz lieb angefragt worden vom Hannes Maxwald und der hat mich schon vor einiger Zeit angesprochen und hat immer wieder nachgefragt und war ganz lieb und mein Terminkalender ist ja voll, aber es hat da reingepasst und muss wirklich sagen, gestern Abend auch die Abendveranstaltung hat viel Spaß gemacht, eine lockere Atmosphäre da, es geht um nichts, aber die Leute draußen auf der Strecke haben einen riesen Gaudi und bekommen wirklich eine gute Show geliefert. Von daher ist es rundum eine wirklich gelungene Veranstaltung und ich bin sehr happy, dass ich dabei sein darf. Angesprochen die Fans draußen, die ja hier viele Weltmeister, Weltmeisterschaftsfahrer sehen, die dir zujubeln und vor allem diese Massen, es heißt ja immer, Motorsport zieht ja überhaupt nicht mehr, nicht in Zeiten wie diesen, aber ich glaube genau das Gegenteil ist dabei. Ja, das hat sich hier bestätigt und wie ich schon gesagt habe, die Historie, die ganzen alten Motorräder, das fasziniert mich schon und da bekommt man hier wirklich einen guten Eindruck davon und das gehört ja irgendwo dazu, man darf nicht vergessen, wo man herkommt, das ist für mich auch
immer wieder wichtig zum Erfahren. Und ja, das habe ich mir einfach irgendwie zu Herzen genommen. Acht einmal die alten Motorräder, was da für Technik drin steckt. Und ich fange mich da schon wirklich sehr an, dafür zu interessieren. Und da bekommt man hier einen super Eindruck davon. Also ich habe da richtig tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Macht's weiter so, weil ihr könnt stolz drauf sein. Vor allen Dingen passt natürlich auch Bayer und Oberösterreicher. Ja, das passt zusammen, ist nicht weit weg von mir und habe auch viele alte bayerische Kollegen getroffen und gestern Abend am Campingplatz eine Gaudi gehabt. Also das war schon zünftig. Ja, ich meine, dass der Bradl ist ein super Typ, den kennen wir ja aus dem Fernsehen. Auch die anderen, das sind alles gestandene Männer. Wie gesagt, das ist, da brauchen wir so ein bisschen laut. Brauchen wir keine Aufpasser. Sie waren gestern im VIP-Bereich, sogar dann im Bierzelt. Es gibt heute Abend die große Siegerehrung. Da wird es nochmal ein bisschen rund gehen, aber wie gesagt, aber das braucht man. Die Leute wollen die Fahrer sehen. Wollen sie angreifen können, das geht woanders nicht, da geht es bei uns. Das macht einfach das aus. Dass sich die Aktiven wohlfühlen, dafür sorgt natürlich ein Heer an Ehrenamtlichen der MSV Schwannenstadt auf und neben der Strecke. Und auch die VIP-Location hat einen sehr einladenden Charakter. Von den coolen Typen ist auch die Chefin des Hauses begeistert. Sie sind sehr relaxed und freuen sich, in den schönen Hof hereinzukommen. Sie kriegen ein gutes Essen, sie werden von den MSV-Damen sehr nett bedient und sie freuen sich, in gemütlicher Runde hier beisammen zu sitzen mit den Gästen, mit den Funktionären von MSV. Grundsätzlich diese Veranstaltung heuer, das ist ja fast verrückt, wie viele Menschen Motorsport interessiert und gerade dieser eben Oldtimer Grand Prix in Schwanstadt. Ja, es sind wunderschöne Motorräder zum Anschauen. Es sind sehr viele Leute und die treffen sich aus allen Ländern, kommen sie zusammen und machen hier ein paar Tage Campingurlaub. Bei dem wunderschönen Wetter. Ja, du kannst sagen, von Streckenposten dort bis jetzt bis zum VIP-Chef. Ja, so ist das gegangen. Aber mit einem riesen Team dahinter. Und natürlich, allein wäre das nicht möglich gewesen. Und auch mit genug Promis, die was mir zur Seite stehen. Angesprochen den VIP-Bereich, da ist ja schon am Samstag richtig lustig zugegangen. Ja, da geht es immer was. Ich habe es gerade gesehen. Also der Stefan Prahl und die alle, dann war es natürlich der Wieland, die was alle da sind. Das Irrsinn. Was sich da abspielt dann am Abend. Bedanken muss man sich bei den Anrainern, den Grundbesitzern. Das ist einmal das Erste. Ohne den würde es nicht gehen. Und dann halt meine ganze Mannschaft. Ich stehe zwar vorne, aber ohne die Mitarbeiter geht es gar nicht. Wir sind eh wieder an den Limit angekommen heute. Wie gesagt, wir pfeifen eh schon aus dem letzten Loch mit den Aktiven und mit den Funktionären. Das hat eine so eine Größe angenommen, dass was nicht mehr zu machen ist. Damit sind wir wieder beim angesprochenen ehrenamtlichen Team gelandet. Was da die Damen und Herren abliefern, das geht beinahe an die Belastbarkeitsgrenze. Aber die Einstellung, nur gemeinsam sind wir so stark, trifft es auf den Punkt. Etwa auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, es ist von Mal zu Mal ein Wahnsinn. Wir denken uns immer, können wir unsere Veranstaltung noch toppen? Dann sagen wir, nein, das ist das Ende der Fahnenstange. Und dann fällt uns dazwischen immer wieder eine blöde Idee ein. Und wir sind so blöd und sagen, das versuchen wir umzusetzen. Da brauchst du natürlich eine Mannschaft. Und alle müssen am selben Strick auf einer Seite ziehen. Dann kann es möglich sein, dass du sowas durchziehst. Aber auch die Partner. Ich sage nicht Sponsoren, die sind für uns Partner, die uns praktisch das ermöglichen, dass wir sowas auf die Räder oder auf dem Kurs hinzaubern. Ich glaube, richtig aufgesprungen sind auch meine Kolleginnen und Kollegen, auch die Presse, hier stark vertreten im Vorfeld und bin überzeugt auch mit Nachberichten. Ja, das ist auch unser Vorteil, weil wir die Presse sehr als unseren kompetenten Partner sehen und die uns ja die breiten Wirkung ermöglichen, weil selber kannst du nicht
in Deutschland oder in der Schweiz oder in Italien das bewerkstelligen. Das machen unsere Pressepartner und auch in den letzten 4 Jahren Social Media, das ein ganz großer Wert für uns geworden ist, weil wir dort die wirkliche europäische Reichweite einbringen können und auch den Oldtimer Grand Prix als Marke an sich darstellen können. Ja, wenn man rund um die Rennstrecke ist, sieht man es eh, wir haben ein mega Aufgebot an Presseleuten, an Fotografen. Sind wir natürlich sehr froh, weil das ist eine Unterstützung, die wir brauchen als Verein. Natürlich sind wir selber auf Social Media aktiv, damit wir so viel wie möglich den Leuten zeigen, die nicht da sind, damit die beim nächsten Mal in 2 Jahren dann doch kommen. Als Verantwortlicher kann man nur sagen, das ist super, weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben heute einen Zuschauerrekord. Ich kenne noch keine Zahlen, aber man sieht sie an der Strecke. Es ist Gott sei Dank heute noch nichts passiert, überhaupt kein einziger Unfall. Die Fahrer sind super unterwegs. Wie gesagt, die Stimmung ist perfekt. Kann man, sich, man kann sich nichts anderes wünschen. Es ist schon richtig geil, wenn man das sieht, wie sich die ganzen MSVler sozusagen wirklich in den Arsch aufreißen, die über die letzten Wochen, Monate, dann wir selber auch dabei gewesen, da das ganze Wochen alles aufbauen und dass man dann so belohnt wird, ist schon richtig cool. Zu den Ehrenamtlichen noch ein paar beeindruckende Zahlen. Alleine an der Strecke versehen 30 ihren Dienst als Streckenposten. Dazu kommen 40 Feuerwehrleute, die für Sicherungen sorgen, 20 Sanitäter und ein Rennarzt. Von den über 150 Funktionären und Mitgliedern der MSV sorgen alleine 60 Personen für Speis und Trank im Festzelt. Die über 10.000 Motorsportfreunde werden an den beiden Tagen natürlich über das Geschehen am und neben dem Hausruckring stets am Laufenden gehalten. Dafür sorgen 2 absolute Profis. Denn die Stimmen der Rennsprecher Walter Ameshofer und Karl Mayer kennt man im deutschsprachigen Raum bestens. Die kennt auch der Mr. Bergrennen, der sich Schwaner natürlich nicht entgehen lässt. Immer tolle Veranstaltung, wenn es die Zeit zulässt. Heuer haben wir ja Wochen später unser Bergrennen in Agada. Aber am Sonntag haben wir uns extra rausgehauen, dass wir zum MSV Schwanenstock kommen und die wirklich ganz tolle Veranstaltung anschauen. Ja. Vor allen Dingen Weltmeister, die hier ihre Runden drehen. Richtig. Ein tolles Starterfeld, was der Peter immer wieder da zusammenbringt und ein komplettes Highlight für Motorräderfans, für Zweiräder, für Dreiräder. Wirklich ganz, ganz toll. Jetzt geht es nächsten Samstag und Sonntag mit 4 Rädern rauf von Esthofen nach Agatha. Wie schaut es dort mit dem Starterfeld aus? Starterfeld ist auch super, knapp 220 Teilnehmer, 13 Nationen haben wir wieder da. Wirklich ganz toll, vom Buch 500 bis zum GP2-Fahrzeug erwarten wir. Jetzt schauen wir mal, ich habe erst mit dem Peter schon geredet, was er da hat fürs Wetter. Er hat gesagt, brav sein und zusammenessen. Das habe ich eigentlich auch gemacht, also sollte man es auch ganz gut hinkriegen. Damit jetzt wieder zurück auf die Rennstrecke und den 9 Klassen, in denen auf dem Hausruckring nach Gleichmäßigkeit gewertet wird. Ein MSV-Urgestein kann diesen Rundkurs wohl schon mit geschlossenen Augen fahren. Denn Hasi, wie er genannt wird, führt die PS-Ritter auf die Einführungsrunden. Das ist eine tolle Sache. Wie soll man sagen? Bestätige von uns, was wir gemacht haben, für was wir alle miteinander so hart gearbeitet haben und dass die Leute uns willig sind und dass sie da sind und zu uns kommen. Sie haben einen Riesenspaß, was man sieht. Alle miteinander, ob Weltmeister oder mir, klein. Sehr tolle Sache, es ist unwahrscheinlich. Jetzt hast du auch Zeit, ein bisschen ins Publikum zu schauen. Das muss ja rundherum gewaltig sein. Ja, es ist gewaltig. Also draußen die Parkplätze. Ich glaube, da stehen 3000 Motorräder. Es ist unwahrscheinlich rundum die Leute. Es ist schon um 8:30 angegangen mit den Leuten, dass sie sich rundum gefühlt hat. Es ist extrem, welche begeisterten Motorsportfreunde wir haben. Zu den Sportlern selber, man muss sagen, x-fache Weltmeister und dergleichen. Aber als Typen einfach 1A, viel Spaß. Und ich glaube auch gestern, der VIP und dann der Zeltabend hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Also wirklich lässige Typen. Oder was hast du für Erfahrungen mit den Jungs? Da unheimlich klasse Leute. In keinster Weise, dass die irgendwie überheblich sind oder sonst irgendwas. Der sagt Servus, grüß dich. Und wie wir halt alle sind. Es ist einfach eine tolle Sache, wenn du solche Leute neben dir sitzen hast. Und
ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass die einfach sprechen mit dir, wo der ein Superstar ist, vom Feinsten, absolut. Und dann kommen sie ins Bierzelt und es gibt keine Berührungsängste, überhaupt nichts, gar nichts. Das ist, wie wenn ein Spezi neben mir sitzt und mit mir ein Bier trinkt. Das ist einfach ein Traum. Ja, kann man auf alle Fälle sagen. Also da geht man immer gern her. Erstens einmal, weil ich so viele Leute treffe, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und natürlich ist es interessant, wieder einmal ein paar Fahrzeuge zu sehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, es gibt nichts Besseres in Österreich, muss ich sagen, für diese, in dieser Kategorie, auf alle Fälle. Und warum steigt unser Aushängeschild nicht auf eine dieser Maschinen? Das wissen vielleicht viele Leute nicht. Ich bin nie auf der Straße Motorrad gefahren und habe nie eines besessen. Und daher weiß ich, dass im Alter die Reflexe nicht besser werden. Darum mache ich das nicht. Aber ich bin einmal noch irgendwann vor Jahren in Amerika Motorrad gefahren beim Kenny Roberts, weil er mich dazu gezwungen hat. Und da habe ich gemerkt, dass das natürlich wieder reizhaft wäre. Aber bei uns in dem Verkehr will ich nicht zu den Organspendern gehen. Obwohl es jetzt nichts mehr bringt, zu dem bin ich zu alt. Bevor die rot-weiß-rote Motorradlegende in sein Auto steigt, gibt von ihm noch sehr schöne Worte in Sachen Oldtimer Grand Prix Schwannstadt. Ja, also ich kenne ja alle, nicht? Also und es war natürlich eine Riesenfreude, gestern wieder zum Beispiel einen Steve Webster zu sehen, den ich schon, glaube ich, 30 Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich meine, ich habe für den auch Motoren gemacht, wie er Weltmeister geworden ist. Einen Billern ziehe ich öfters. Oder einen Luke Nelly habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also da habe ich immer eine Riesenfreude, wenn ich die wieder sehe. Aber das sind, oder der Stefan, den sehe ich natürlich öfters. Aber das sind natürlich Riesennamen, die da immer herkommen. Und das Lustige ist ja das, die kommen gern her. Es ist nicht so, dass die eine horrende Summe Geld kriegen, sondern die kommen gern her zu dieser Veranstaltung, weil es einfach einmalig ist. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Daher sagen wir mit bewegten und bewegenden Bildern Servus und pfiat euch bis 2025 beim dann 14. Oldtimer Grand Prix der MSV Schwannenstadt auf dem Hausruckring, einem in der Zwischenzeit wohl bekanntesten Rundkurs unseres Planeten.